Alter, was geht ab, Leute? Home hier. Wenn ihr dieses Video seht, okay, dann bin ich noch nicht auf dem Weg nach Amsterdam. Aber ich fahre später da noch. Ich drehe das hier vor. Ich drehe für das Wochenende wie immer ein paar Videos vor, weil spontan nach Amsterdam, also sehr spontan, ohne Unterkunft, ohne Karte, ohne Map, aber ich denke, ich habe alles bis jetzt geregelt. Und es wird hoffentlich ein cooles Event. Wir können uns alle dort sehen im Einkaufszentrum. Nur die Fahrt hin und zurück wird halt richtig tödlich. Normalerweise 8 Stunden, ich rechne aber mit Verkehr und so, Stau und sowas, 10 Stunden hin und 10 Stunden zurück, also das wird echt krass. Aber wir sind jetzt letzte Woche von Prag zurückgekommen. Gab es natürlich ein paar saftige 100% Pokémon, ein paar neue. Auch endlich mein 100% Kangama. Die Videos könnt ihr da nochmal anschauen, falls ihr das verpasst habt. 100% Funpeel gefahren, Miltank und Kangama, das waren so die Top 3. Und für mich dann auf Platz Nummer 4 Nebulak, weil ich ja ein paar starke Gengars machen will. Aber mehr zu Nebulak demnächst. Heute geht es erstmal um das Funpi. So. 100%. Das heißt, die kann ich eigentlich alle wegschmeißen. Die brauche ich alle nicht. Wo der ist 63, das heißt, der müsste eigentlich besser als der 93er sein hier. Auf jeden Fall die hier kann ich wegschmeißen. So, weg mit denen und hier erstmal entwickeln und dann pushen. Wir haben lange nichts mehr gepusht. Ich habe danach gefragt, machen wir wieder eine Abstimmung für die nächsten Videos? Wahrscheinlich nicht. Ich werde einfach random Sachen pushen, was ich halt da habe und was ich pushen will. Aber jetzt erstmal den hier. So, Dawnfahren. Counter Earthquake. Da muss ich eigentlich nochmal nachschauen, was die besten Attacken sind, weil. Don't Fun. Game Press. TMs haben wir auch genügend, also. Wenn schon, denn schon. Machen wir 100% Max mit den besten Attacken natürlich. Counter Earthquake. AD. Besser wäre Counter Play Rough. AA. Und. Counter Heavy Slam. BB. Ich denke, das ist in Ordnung erstmal. Wir könnten halt TM benutzen, um Erdbeben auf Ding zu machen. Play Rough, aber das muss eigentlich nicht so sein. Ist okay, finde ich. Auf jeden Fall. So. Dann geht's zum Pushen. Davor muss ich kurz niesen. Okay, so, da bin ich wieder. Wir haben ein bisschen über 7 Millionen. Ziel des Events, des Doppelsternstab-Events, war ja auf die 7 Millionen zu kommen. Ich war drüber. Hab im letzten Livestream sogar einen Taubos gemaxt und gepusht. Gepusht und gemaxt, so heißt es. Und dadurch haben wir ein bisschen Staub verloren, aber jetzt gehen wir unter die 7 Mille. Aber was kein Problem ist, hier könnt ihr sehen, Prag. Ah ja, darüber wollte ich auch noch gehen. Das letzte Mal, wo ich in Prag war, haben wir auch einen 100% Funpi verpasst. Der kam halt zu spät in der Nacht, 3-4 Uhr, da haben wir geschlafen. Anscheinend ist es dort keine Seltenheit. Anderes Biom bei uns. In München ist der zum Beispiel richtig, richtig selten, Funpi allgemein. Ich weiß, in anderen Städten oder Umgebung ist Funpi richtig häufig und die lachen über uns, dass wir den auf Scannertouren ab und zu mal mitnehmen, falls nichts da ist. Dementsprechend 100% Funpi, vielleicht nicht für jeden, so außergewöhnlich, so besonders. Der ist ziemlich niedriges Level. Ihr könnt sehen, hier oben beim Balken, der ist nicht mal bei der Hälfte. Das heißt, da wird eine Menge Staub und Bonbons investiert. Und ihr wisst, das dauert immer viel zu lange. Aber legen wir mal los. Gott, wir fahren gleich unter die 7 Mille. Leidend. Jetzt ab.
Unter 7 Millionen. 6,9999. Also noch geht's. Noch ist er relativ billig. Zwei Bonbons nur. Zwei für den Staub. Der kommt relativ hoch, kurz vor unter 3000. Mit Doppel- und Dreifach-Push und sowas. Ja? Soll ich den machen? Wisst ihr was? Ich probiere den jetzt mal. YOLO. Wieso nicht? Ah, jetzt wird's teuer. Ab jetzt ist teuer. Kurz vor 2,6. Jetzt haut's rein. Da muss ich nochmal kurz abchecken, auf wie viel der überhaupt kommt. Damit ich genau davor stoppen kann. 3022 ist nicht korrekt, okay. Schauen wir mal. Ich habe es einmal gesehen. Ich werde es dann jetzt hier zum ersten Mal versuchen. Und dann schauen wir mal, ob das klappen wird. Eigentlich wäre das was für ein separates Video, aber machen wir das einfach mal. Weil bei allen Pokémon, die so knapp unter 3000 sind oder knapp unter einer bestimmten Stelle, da tut es mir echt leid für die. Da hatte ich echt Bock, die zu überpushen. Zum Beispiel das Taubos, das war so knapp unter 2000. Und Taubos ist eigentlich so cool, der hat es echt verdient, auf über 2000 zu kommen. Zum Beispiel er auch knapp unter 3000. Den letzten Push kann man noch geben, also machen wir das. Wir müssen halt aufpassen, dass wir rechtzeitig stoppen. Ein Push vor dem letzten, also der letzte Push. Da müssen wir überpushen dann. Einer geht noch, glaube ich. Oder zwei wahrscheinlich sogar. Oh Mann, jetzt bin ich mir unsicher. Ich glaube, jetzt. Das ist der letzte, glaube ich, jetzt. Oh Mann. Schauen wir mal, ob das klappt. Ich habe es noch nie gemacht. Ich bin gespannt. Ach so. Ah, ja. Das Problem ist, der hier. Mein Handy hat keinen Home-Button. Mit Home-Button ist es viel, viel einfacher. Aber ich werde es trotzdem mal versuchen. Mal schauen, ob es funktionieren wird. Ohne Home-Button. Voll verplant. Ich muss so und dann auf Yes. Ich glaube, ich habe wieder nicht auf Yes gedrückt. Aber wir werden es mal schauen. So, Airplane-Modus. Und dann. Ja, ich habe nicht. Bei dem geht es viel an. Viel schneller. So. Man muss halt runter und wenn es runter geht, noch schnell auf den Power-Up-Button. Und ich hätte fast auf ihn drauf geklickt. So dass der Power-Up-Button noch registriert wird, aber das Spiel dann im Hintergrund ist und dann. So ist halt die Theorie, aber das Timing muss ich erstmal herausbekommen. Ich glaube wieder nicht. Das Problem ist bei dem, es reagiert nicht auf beide Touches. Und es geht zu schnell. Nee. Auf dem Handy funktioniert das nicht. So,
Schade. Probier's noch einmal. Aber nee, auf dem Handy funktioniert das so nicht. Vielleicht machen wir das so. Nee. Max gepusht. Ganz knapp drunter. Aber mit dem Handy funktioniert es überhaupt nicht. Schade, Donphan. Nicht über 3000 kommt er. So, das war's. 100% Donphan. Also 100% Pumpy entwickelt. Und dann Donphan auf Max gepusht. Hat über 200.000 Sternstopp gekostet und sehr viele Bonbons. Überpush versucht, aber mit dem Handy funktioniert das echt nicht. Man braucht halt einen Homebutton, dann wird das schon gehen. Vielleicht probier's mal. Leih mir ein Handy von irgendeinem anderen. Und dann probieren wir das nochmal. Aber das war's. Schreibt unten in die Kommentare, wen ich als nächstes pushen soll. Ich lasse mich von euren Vorschlägen inspirieren. Es gibt diesmal keine Abstimmung. Ansonsten schreibt rein, ob ihr auch einen 100% Funpy habt. Beziehungsweise wie stark euer bestes Donphan ist. Habt ihr es Max gepusht und wie viel IV? Aber das war's. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter. Vielleicht sieht man sich hier in Amsterdam. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.